Herzlich willkommen zu unserem Wochenmagazin Fraßstands aktuell. Freuen Sie sich nun wieder auf aktuelle und unterhaltsame Beiträge aus unserer Marktgemeinde. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Die Versorgung der Fraßstandser Bevölkerung mit Trinkwasser ist eine der wesentlichen Aufgaben der Marktgemeinde. Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe Fraßstands entdecken wurde kürzlich ein spannender Einblick in die Trinkwasserversorgung gewährt. Mehr dazu erfahren Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabei gsi. Ziel von der Veranstaltungsreihe ist es, dass interessierte Fraßstandserinnen und Fraßstandser Einblicke hinter die Kulissen von verschiedenen Einrichtungen oder zum Beispiel aktueller Baustellen kriegen können. Die Marktgemeinde Fraßstands hat sich da einiges einfallen lassen. Aktuell wird die Trinkwasserversorgung von Fraßstands zagert und wir dürfen die heutige Veranstaltung begleiten. Thomas Felser, du bist der Wassermeister da in Fraßstands, zuständig für die Trinkwasserversorgung bei uns im Dorf. Fraßstandser Leben ist aktuell auf den Spuren der Trinkwasserversorgung. Interessierte können sich das anschauen. Ammerlügen, in Ammerlügen ist man gestartet. Was kann man denn heute aktuell anschauen? Also heute können wir drei Außenstellen anschauen. Das ist einmal der Horizontalfilterbrunnen im Fraßstand-Riet. Dann haben wir das Grundwasserpumpwerk im Sonnenheim und der große Behälter Dorf in Fraßstand-Feders mit 1800 Kubik Behältervolumen, wo von den zwei Pumpwerken beschickt wird. Die Trinkwasserversorgung in Fraßstands ist ja eine sehr komplexe Geschichte. Man sieht jetzt diese drei Gebäude, die wir da erwähnt haben, aber da hängt ja viel mehr dran, Thomas. Wie hängt das alles denn zusammen? Ja, die zwei Pumpwerke, die wir haben, die haben keine direkte Pumpleitung in Hochbehälter. Wir pumpen alles über das Netz von Fraßstands. Und was nicht verbraucht wird, kommt im Behälter da mal an. Der Behälter wird beschickt von zwei Pumpwerken und drei Quellen. Und ist das in Fraßstands der Hochbehälter fürs Zentrum oder fürs Dorf an und für sich? Der Hochbehälter Dorf ist fürs Zentrum, fürs Sonnenheim, Hofen, Einlies. Das wird von der Dusser versorgt. Die Parzellen haben den eigenen Hochbehälter. Wir stehen da im Grundwasserpumpwerk in Sonnenheim.
Über das Pumpwerk können wir für unseren Tagesbedarf ca. ein Drittel abdecken. Zwei Drittel kriegen wir von der Quelle in Frasterfeders geliefert. Wenn das Pumpwerk läuft, wird Wasser übers Netz an Hochbehälter aufgepumpt und vom Hochbehälter aus wird das Dorf versorgt. Wenn eine Pumpe läuft, dann kann ca. 18 Liter Wasser pro Sekunde. Am Tag brauchen wir im Dorf 950 Kubikmeter Wasser. Das Pumpwerk ist erstmals errichtet worden im Jahr 1974. Man hat es jetzt noch 2019 saniert. Ja, wer Frasterns erleben möchte, hinter die Kulissen schauen, hat innerhalb dieser Veranstaltungsreihe natürlich sehr gute Möglichkeiten. Und es geht weiter. Es wird im September die Baustelle vom Bitzfeller Gatter besichtigt. Und da habt ihr die Möglichkeit vorbeizukommen, euch zu informieren. Weiter geht es im Oktober mit der Nahwärme der E-Werke Frasterns, wo man sich über die Energieversorgung und das Wärmenetz der E-Werke informieren kann. Und für Februar 25 gibt es ja gern schon eine Veranstaltungsreihe, die geplant ist bezüglich Hochwasserschutz. Nützen die Gelegenheit und informieren euch. Jährlich gegen Ende der Sommerferien stellt sich Bürgermeister Walter Gohm in den Parzellengesprächen den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in den einzelnen Ortsteilen der Marktgemeinde. Beim Parzellengespräch in Gampelün gab Gohm einen Überblick über die jüngsten Projekte und Entwicklungen in Frasterns und zeigte sich über das Engagement des Plätzli-Clubs erfreut. In Eigenleistung ließ der Verein am Fußballplatz in Gampelün einen Spielplatz, einen offenen Bücherschrank und einen Geräteschuppen entstehen und wurde dabei finanziell unterstützt. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Am Samstag, dem 21. September, findet wieder das beliebte Pazora Bergradrennen vom WSV Fellengatter statt. Anmeldungen sind auf der Homepage des Wintersportvereins möglich. Ziel ist das WSV Vereinsheim beim Skilift Pazora, wo im Anschluss die Leistung der Fahrerinnen und Fahrer gebührend gefeiert wird. Zu einem Meditationskurs für Einsteiger lädt das Domino Frasterns ab Montag, dem 30. September von 9 bis 10 Uhr ins Domino ein. Es finden 8 Abende mit der zertifizierten Meditationslehrerin Fabienne Moll statt. Anmeldungen sind bis zum 26. September im Domino möglich. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frasterns aktuell. Frasterns hat einen neuen Pfarrmoderator. Der Pfarreinzug vom Pfarrer Clifford Anthony in Frasterns wurde gebührend gefeiert. Wir haben die Messfeier und die anschließende Agape begleitet und wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Dumbo, 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 Dumbo,
Als Dekan von Dekanat Feldkirch kommt mir die Aufgabe zu, Sie alle zur Amtseinführung von Clifford Anthony zu begrüßen. Und ich grüße dich, Clifford Anthony Huliam Kulam, recht herzlich. Ich wollte deinen vollen Namen einmal aussprechen, aber jetzt nenne ich dich nur noch mit dem Vornamen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Auch von meiner Seite heiße ich Sie alle zu diesem Gottesdienst herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich sehr, miteinander diesen Gottesdienst zu feiern. Halleluja! 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 Meine Seele preist die Größe des Herrn. Es freut sich mein Geist. Clifford, ich überreiche dir das Lektionar. An vielen Sonn- und Feiertagen und zu verschiedenen Anlässen wirst du das Evangelium verkünden und hernach auslegen. Gottes Geist stärke und begleite dich in diesem Dienst. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir. In jener Zeit versammelten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn: Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen: Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich, was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Lieferung der Menschen. Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich und sagte: Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Jesus. Nun etwas zu dir, Clifford, zu deiner Person. Du bringst Erfahrung mit der Priesterweihe 2013 warst du Assistenzpriester in verschiedenen Pfarreien in der Heimatdiözese Kottamburam und warst für 4 Jahre
auch Diözesandirektor für die Basisgemeinden und Kleingruppen. 2019 hat dich dein Bischof nach Österreich entsandt. Nach dem Erwerb der deutschen Sprache warst du im Seelsorgeraum Bregenz als Kaplan tätig. Nun, du übernimmst mit Frastanz eine große Aufgabe, die Verantwortung für eine große Pfarrei mit 6 Parzellen und Filialkirchen. Aber du bist kein Einzelkämpfer, sondern eher ein Teamplayer. Und du hast ein starkes Team hinter dir. Wenn ich dich später einmal fragen werde, Clifford, wie geht's dir in Frastanz? Dann hoffe ich von dir zu hören, ja, gehörig. Die hauptamtlichen Mitarbeiter und der Pfarrkirchenrat bekunden bei der Amtseinführung ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Clifford. Und jeder und jede kann und soll zum Aufbau der Gemeinde mithelfen und den Pfarrer, ich sage, moralisch unterstützen. Ich bitte nun die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, die Organisationsleiterin Michaela Thaler und die Sekretärinnen Christine Scholl und Waltraud Blaunsteiner und den stellvertretenden Vorsitzenden vom Pfarrkirchenrat Dominik Scholl herauszukommen in die Nähe vom Altar. Ich verlese das Dekret. Hiermit ernenne ich den Herrn Clifford Anthony mit Rechtswirksamkeit vom 1. September 2024 zum Pfarrmoderator der Pfarre zum heiligen Sulpitius in Frastanz, mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. Ein herzliches Vergelt's Gott für die große Bereitschaft, diesen Dienst zu übernehmen. Gott segne die seelsorglichen Initiativen und Wege. Feldkirch im Juni 2024, unterschrieben von Bischofsnotar Dr. Walser und Bischof Benno Elps. Lieber Clifford, ich bitte nun deine Bereitschaft zum Dienst in der Pfarre Frastanz zu bekunden. Im Auftrag von Bischof Benno frage ich dich hier vor die hier versammelten Pfarrgemeinde. Bist du bereit, das Amt des Pfarrmoderators der Pfarre zum heiligen Sulpitius in Frastanz zu übernehmen und es mit der Hilfe Gottes gewissenhaft und treu auszuüben? Ich bin bereit. Bist du bereit, für das Leben der Pfarrgemeinde zu sorgen und die Pfarrgemeinde zu leiten, indem du das Wort Gottes verkündest, die Sakramente spendest und indem du die Menschen auf dem Weg zu Gott begleitest? Ich bin bereit. Bist du bereit, mit Umsicht und Treue deine Pflichten gegenüber der Kirche zu erfüllen, sowohl gegenüber der Universalkirche als auch gegenüber der Teilkirche, in der du berufen bist, deinen Dienst entsprechend den Rechtsvorschriften auszuüben? Ich bin bereit. Bist du auch bereit, diesen Dienst partnerschaftlich und geschwisterlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pfarre auszuüben? Ich bin bereit. Lieber Clifford, ich darf dir in aller unser Namen die Schlüssel unserer schönen Kirche übergeben. Wir freuen uns sehr, dich als Pfarrer hier begrüßen zu dürfen. Und wir wünschen dir viel Spaß auch bei der Arbeit und dass du immer eine Freude hast. Danke.
Mit dem heutigen Tag werden an uns alle neue Anforderungen zur Mitarbeit am Reich Gottes gestellt. Wir wissen, dass wir aus unserer menschlichen Kraft allein die gesteckten Ziele nicht erreichen können. Und darum wollen wir gemeinsam zu unserem Herrn Jesus Christus beten. Allmächtiger Gott, du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Deine Liebe, die wir im Sakrament empfangen haben, mache uns bereit, dir in unseren Geschwistern zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Geschätzter Pfarrer Clifford Anthony, sehr geehrter Herr Dekan Gerold Reichardt, liebe Frastanzerinnen, liebe Frastanzer, geschätzte Abordnungen der Vereine, Körperschaft, Feuerwehr, Musikverein und natürlich auch Trachtenverein. Im Namen der Marktgemeinde Frastanz und auch in Vertretung von unserem Landeshauptmann Markus Wallner, der heute leider terminlich verhindert ist und von dem ich die besten Glückwünsche übermitteln darf, heiße ich dich, lieber Clifford, offiziell in Frastanz willkommen. Einen neuen Pfarrer willkommen heißen, der uns auf unserem Weg begleiten und unterstützen wird, ist ein bedeutender Moment für unsere Gemeinde. Die Rolle eines Pfarrers ist dabei deutlich mehr als wie nur eine berufliche Position. Sie ist eine Berufung, die von Glauben, von Hingabe und von einem unermüdlichen Einsatz für die Gemeinschaft geprägt ist. Du, lieber Clifford, hast dich dieser Berufung verschrieben und bringst sicherlich sehr vielfältige Erfahrungen und eine tiefe Leidenschaft für den Glauben und die Gemeinschaft in unsere Marktgemeinde mit. Deine Bereitschaft, diese vielfältige Aufgabe hier bei uns in Frastanz zu übernehmen, ist auch der Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte unserer Gemeinde. Und wir sind schon gespannt, was die Zukunft für uns bereithält. Der Übergang in eine neue Gemeinde ist sowohl für den Pfarrer als auch für die Gemeindemitglieder ein besonderer Moment, ein Neubeginn voller Chancen und Möglichkeiten, einander auch näher zu kommen. Sicherlich wirst du auch einigen Herausforderungen begegnen, aber sei versichert, in Frastanz wirst du auf eine unterstützende und sehr wertschätzende Gemeinschaft treffen. Unsere Gemeinde ist stolz auf ihre lange Tradition und den starken Zusammenhalt, der uns auszeichnet. Und wir wissen auch, dass jede Veränderung die Gelegenheit mit sich bringt, neue Perspektiven zu gewinnen und frischen Wind in die Gemeinschaft zu tragen. Deine frischen Ideen und dein neuer Ansatz sollen dazu beitragen, unsere Gemeinschaft weiter zu stärken und zu bereichern. Unsere Gemeinde ist stolz auf ihre Vielfalt und die vielen Aktivitäten und Initiativen, die das Leben hier so lebendig, erfüllend und lebenswert machen. Und dabei ist eine Gemeinde weit mehr als nur ein Ort, an dem wir wohnen oder arbeiten. Unser Frastanz ist ein lebendiger Organismus, der durch die Beziehung und die vielfältigen
Begegnungen seiner Bewohnerinnen und Bewohner wächst und gedeiht. Wir hoffen, dass du dich bei uns in Frastanz zu Hause fühlen wirst. Unsere Türen stehen dir immer offen und wir sind auch bereit zu helfen und, wenn gewünscht, zu unterstützen. Zum Abschluss möchte ich dir, lieber Clifford, im Namen der Marktgemeinde Frastanz nochmals meinen Dank aussprechen. Danke, dass du dich für Frastanz entschieden hast. Danke für deine Bereitschaft, deine Talente und deine Energie in den Dienst in unserer Gemeinde zu stellen. Möge unsere Zusammenarbeit von Vertrauen, Respekt und einem gemeinsamen Streben nach dem Guten für alle Frastanzerinnen und Frastanzer geprägt sein. Uns beiden, dir als Pfarrer und mir als Bürgermeister, wünsche ich eine vertrauensvolle, stets offene und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle aller Gemeindemitglieder. Lieber Clifford, sei herzlich willkommen in der Marktgemeinde Frastanz. Als Gott Jeremia zum Propheten bestimmt hat, sagte er: Ach, mein Herr, Gott und Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Aber der Herr erwiderte: Sag nicht, ich bin noch so jung, wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen. Und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Und dazu erinnere ich mich an meinen Primizspruch, ein Zitat aus dem Brief des Paulus an die Korinther: Meine Gnade allein genügt dir. Und diese Verheißungen passen gerade heute, wenn ich diesen Dienst übernehme. Liebe Frastanzer, Frastanzerinnen, aber auch alle Gäste, die von verschiedenen Orten hierher zusammengekommen sind. Wir als Kirche tragen die Verantwortung gemeinsam. In diesem Sinn ist es nicht nur ein Fest von mir, sondern es ist ein Fest von uns allen, ein Fest unserer Gemeinschaft und Pfarre. Ich bin allen sehr dankbar, die mein seelsorgerliches Wirken hier in Frastanz ermöglicht haben. Dafür denke ich an Bischof Benno für das Vertrauen in mich und an Generalvikar Hubert Lenz und anderen Mitarbeitern für die guten Gespräche. Unserem Dekan Gerold Reichert sage ich ein herzliches Vergelt's Gott. Von Beginn an war er sehr freundlich zu mir und hat mir stets geholfen, wenn ich Hilfe brauchte. Ich erinnere mich dankbar an meinen Vorgänger Pfarrer Norman Buschauer für seinen wertvollen Dienst. Und vielen Dank an Pfarrer Nobi Acharu Parambil, der heute zu dieser Feier gekommen ist. Und ich bedanke mich bei unserem Bürgermeister Walter Gohm und für seine netten Worte und den Mitgliedern der politischen Gemeinde. Ein herzliches Dankeschön für die bisherige und die zukünftige Zusammenarbeit. Und ganz, ganz herzlich danke ich all unseren Ortsvereinen und Arbeitskreisen, unserem Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat, dem Kirchenchor unter der Leitung von Guntram und an Orgel Frau Elke Müller,
Ministranten, Ministrantinnen, Messnerinnen und alle Haupt- und Ehrenamtlichen und euch allen, die heute zu dieser Feier gekommen sind. Ich freue mich und es hat sich sehr gefreut. Für mich ist es ein Zeichen eures Interesses an Gott, am Glauben, eurer Wertschätzung an unserer Gemeinschaft, eurer Offenheit, christlichen Liebe und Wohlwollens für mich. Ich freue mich auf die Begegnungen mit euch. Ich wünsche uns, euch, sie allen, Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden. Und so segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehen wir hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Gerade für Mädchen ist es wichtig, sich im Ernstfall wirksam gegen Übergriffe aller Art verteidigen zu können. Vergangenes Jahr hat die Marktgemeinde daher in Kooperation mit dem Karate-Club Feldkirch einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen ins Leben gerufen. Dieser Kurs wird heuer erneut angeboten. Wir haben den Kurs damals besucht und uns von den dort vermittelten Techniken zur Selbstverteidigung überzeugt. Film ab! Andrea, die Marktgemeinde Frastanz veranstaltet erstmalig einen Selbstverteidigungskurs Dorhuner im Jugendhaus K9. An wen richtet sich denn dieser Kurs? Wer ist dazu eingeladen? Eingeladen sind dazu alle Mädchen von 11 bis 18 Jahren. Einfach, damit sie sich sicher fühlen und da im Jugendhaus das einmal kennenlernen, was da alles los ist.
Jugendhaus kennenlernen, andere Jugendliche treffen, die im gleichen Alter sind, vielleicht auch die gleichen Probleme haben oder die gleichen Ängste, wenn sie alleine auf Weg sind. Was sollten denn die jungen Mädchen in dem Kurs lernen? Also meiner Meinung nach sollten sie lernen, sich zu wehren, aber sie sollten vor allem auch Selbstvertrauen lernen. Also sie sollten auch wissen, ich fühle mich sicher, wenn ich mal alleine auf Weg bin. Oder ich muss nicht gleich sofort panisch werden oder sonst irgendwas. Sie sollen auch wissen, wie können sie sich gegenseitig helfen oder was sind von mir so Zeichen, dass sie merken, da fühlt sich jemand nicht wohl. Einfach, dass sie ein gutes Gefühl haben, wenn sie auf Weg sind. Der Kurs findet mit einem Partner statt. Ihr habt euch dann kompetenter Partner dazu geholt, wo den jungen Mädchen Techniken beibringt, wie sie sich verteidigen können. Wer ist denn dieser Partner? Unser Partner ist der Karate Club Feldkirch und der Manfred, der Trainer vom Karate Club Feldkirch, der wird den Kurs leiten. Er hat da schon sehr gute Erfahrungen gemacht und weiß eigentlich genau, also, wie er das machen muss mit den jungen Mädchen. Und darum haben wir uns an ihn gewendet. Und man kann durchaus sagen, der Kurs, das Kursangebot findet Anklang, oder? Ihr habt einige Teilnehmerinnen. Ja, wir sind gespannt gewesen, oder? Weil wir sich wirklich melden, weil eben das erste Mal weiß man nicht so genau, wie wird es angenommen. Aber wir haben jetzt 19 Anmeldungen und es freut uns wirklich, dass das so angenommen wird. Manfred, wir haben von der Andrea bereits gehört, dass sich die Marktgemeinde den Karate-Club geholt hat, die als Trainer, und du wirst diesen Selbstverteidigungskurs da im Jugendhaus leiten. Erzähl uns ein bisschen zum Inhalt vom Kurs. Was sollen denn die jungen Mädchen in diesen Einheiten lernen? Also Ziel vom Kurs ist eigentlich, dass sie lernen, Selbstbehauptung kriegen, dass sie lernen, wie reagieren sie in gewissen Situationen, wie können sie Situationen vermeiden, was machen sie da, wie ist die Körperhaltung, wie spielt die Körpersprache, sind sie Opferrolle, erkennen, wenn sie drinnen stecken, erkennen, was können sie da, damit sie aus der Opferrolle rauskommen. Das Ziel vom Kurs ist definitiv nicht, dass sie jetzt Prügler lernen und jeden, wo einer jetzt nachkommt, verschlagen, das ist nicht, weil du bist als Täter immer das Opfer und du bist als Opfer immer das Opfer, dazu ist immer der Kürzere, so oder so. Und Ziel ist einfach wirklich, dass man sie lernen, wirklich beibringt, wie kann ich mir in der, wenn die Situation kommt, was kann ich vermeiden, dass es überhaupt entsteht, oder wie kann ich den Konflikt vermeiden, wenn es schon so weit ist, ohne Gewalt, aber auch wenn es nicht anders geht, auch gewisser, okay, ich kann mit der Wehre, ich habe das Selbstbewusstsein, ich weiß, wie oder wo ich zuschlagen muss, damit es auch funktioniert. Und ich würde lernen, ganz schnell rennen, weil wegrennen ist eines vom Wichtigsten. Lisa, du bist heute auch dabei beim Selbstverteidigungskurs da im Jugendhaus. Lisa, sag einmal, hat es bei dir schon Situationen gegeben, wo du froh gewesen wärst, wenn du gewusst hättest, wie du wehren kannst? Also nein, es hat noch keine gegeben. Aber ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn man sich dann vielleicht auch gegen die Ältere oder gegen die andere ein bisschen verteidigen kann und selbstbewusst da ist, oder? Ja, das stimmt.
Für heute sind wir wieder am Ende von Freistanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald.